Strike One. Bereit machen zur Landung. Aber hallo. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Okay, diesen Typ Einsatz kennen wir natürlich schon recht gut, glaube ich. Ne? Das ist das, wo die komischen Zombies dann aufplumpsen, wenn diese... Ich nenne die immer Ravager. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. In WoW hießen die einfach Ravager, die Teile. Diese vierbeinigen Verheerer, ne, im Deutschen. Aber ich weiß gerade nicht mehr. Hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Bringt sie zur Strecke. So, einen Moment. Alter Vater, da musste ich aber eben mal husten. Alles in Ordnung. Los. Einen Moment nochmal. So, da geht das weiter. Ja, ich bin noch erkältet etwas und hab so einen schönen Husten. Naja, gut. Wollen wir uns jetzt nicht unbedingt drüber auslassen. Zwei Zivilisten haben wir schon gerettet. Gerettet. Dann schieben wir erstmal hier Neil Davis ein bisschen rein. So, Petit, das ist ja unser Heavy. Der muss unbedingt auch mit vor. Und da geht's ja auch noch rein. Schön. Und oben drauf habe ich auch schon. Da sind auch noch Zivilisten. Das ist ja geil wieder. Jetzt wäre natürlich der Skelettanzug sehr gut geworden. Gut, dann gehen wir mit Doomsday hier an der Tür in Position. Wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Ach, und daneben geht es auch noch lang. Hör mir auf. So, Santa. Ach du Scheiße, wir haben auch nur einen Heiler dabei. Dafür wieder Scharfschützen bis zum Abwinken. Super geil. Ja, das ist natürlich jetzt, das ist ja ein Traum. So, aber Laurent, der ist ja sehr gut. Der macht hier erstmal einen schönen Feldposten. Birne auch. So, da drin geht auf jeden Fall die Party ab. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, so, hinten hat es jemand dahin gerafft. H2 haben wir immerhin schon gerettet. Je mehr wir retten, desto besser ist natürlich. Kennen wir ja, also... Das war jetzt mit der dümmste Satz, den ich, glaube ich, in den letzten Tagen gesagt habe. Ah, du Scheiße. Wer bist denn du? Du bist ja ein Schwebi. Komm her. Hau ab. Zack und weg. Zack und weg. Ach, und... Zack und weg. Schreibe ich mir Punkte auf. So, sehr schön. Da drin sind noch ein paar Zivilisten. Haben wir dann nur noch Longshot. Der kommt aber sowieso nicht bis... Doch, der kommt bis da rein. Aber wahrscheinlich nicht bis dran. Gut, müssen die bis zur nächsten Runde bitte überleben. So, wir schicken PT mal da hoch. Ja, tritt halt die Scheibe ein. Geh heim. Tschüss. Alter. Feindtruppen. Ja, das habe ich gesehen, dass da Feindtruppen sind. Ach, und gar nicht so viele. Alter. Halt die Fresse. Nein. Ah, der hat natürlich keine Ziele verfügbar. Gut, müssen wir so machen, ne? 75%. 20 kritisch, 50 kritisch, bis zu 7 Schaden. Ja, müssen wir so machen. Und
Ach nee, das ist... Das ist die Birne. So, Davis. Komm, machen aus. Alter. Ja, das habe ich gesehen, dass das Negativschaden war. Komm. Dann Birne, mach du ihn halt aus. Der darf uns auf keinen Fall... Der da drin... Der bekommt... Oh, und jetzt kommt nur noch der fette Läufer. Das ist natürlich super assi, weil die sich ja erst noch positionieren durften. Ja, da hat es dann Corporal Petit dahin geraten. Oh, du fettes, hässliches Riesending. Ja, komm, wohin denn noch? Da hinten werden wieder wahllos Menschen umgebracht. Das hasse ich an diesem Spiel. Ich muss es immer wieder erwähnen. Du siehst die Aliens. Die Aliens fangen plötzlich an, sich da turbomäßig geil aufzustellen. Du hast keine Chance mehr. Du hast keine Chance mehr. So, jetzt haben wir dieses fette, hässliche Riesending da rumstehen. So. 40% Trefferchance. Das Vieh ist groß wie ein Haus und steht direkt neben dir. Komm mal runter, Typ. Ja. Wenn der jetzt noch hauen darf, kotze ich. So, hau weg den Mist. Ach, Alter. Doppelte Portion. Nächster. So, dann haben wir hier Birne noch. Der hat 81% bis zu 6 Schaden. Damit wäre das Vieh kaputt. Wenn nicht, haben wir ein Riesenproblem. Das heißt, ich gehe mit Birne erstmal ein bisschen auf Distanz. Und jetzt immer noch 65% Trefferchance. Birne. Kollege. Santa klärt. So, wen haben wir denn hier drin noch? Die netten Kollegen hier drin, die gehen wir jetzt auch erst mal kurz erretten. Verschwinde von hier. So, bevor uns hier noch irgendwas um die Ecke kommt. Und da kommt uns was um die Ecke und wahrscheinlich wird jetzt hier Davis auch wieder aufstehen. Hässliches Mistvieh. Hau doch ab. Die auch durch geschlossene Wände und so. Ah, und jetzt immer noch angreifen. Achtung. 100 Meter gelaufen. Ich glaube, es hackt. Und da kommt Davis. Als Zombie. Ja. Und der darf jetzt auch noch zuschlagen, oder was? Ich kotze gleich. Mutons. Ich hasse Mutons. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Mutons verabscheue. So. Okay. Davis hat jetzt hier erstmal ein furchtbares Problem. Und Birne hat auch ein furchtbares Problem. Ich würde das Kackvieh gern einfach mal erstmal umlaufen. Geht das? Nee, das hat nur einen vorne. Das ist schon mal ekelhaft. So, Davis muss erst mal gucken, dass er hier ein bisschen Fersengeld gibt. Und möglich irgendwo hin, von wo er aus noch schießen kann. So. Da haben wir 100% und 80% Crit-Chance. Den machen wir zuerst weg. Weil wenn die Typen... Hab keine Patrone mehr. Dann lad nach. Okay, den schicken wir erstmal weg. So, hier haben wir auch nichts. Hier haben wir nur noch Raketenstart. So, Santa wird das riesenfett, ekelhaft Mistvieh ausschalten.
Oh, du hast 80%. Hauen weg. Alter. Ach, daneben geschossen. Oh, die Kackbratze läuft auch noch da rum. Oh, der Muton geht zum Glück. Ja, tut mir leid um den armen Teufel da, aber die 8 Schaden hätte ich jetzt da drin nicht auch noch gebrauchen können. Also wenn wir bei jedem Einsatz mittlerweile Leute verlieren, dann ist das echt zum Kotzen. So. Birne muss jetzt erstmal dieses ekelhafte Mistvieh ausschalten. So. Was haben wir hier noch? Komm, hauen weg. Das ist nicht weg. Haben wir da noch einen Schuss drin? Nee, wir wollen nicht nachladen. Wie viel Schaden macht denn die Pistole? Bis zu 4 Schaden, das ist nichts. Aber 100% Trefferchance, das ist halt was. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Okay, so, dann haben wir hier noch Doomsday. Der muss jetzt eigentlich noch ein bisschen pressen, aber... Und der presst auch. Splittergranate, die ist halt so lächerlich. Hab keine Munition. Ja, das ist natürlich etwas uncool, aber dafür ist ja hier noch Santa da. Der muss es jetzt halt so machen. Santa wird immer mehr so zum Amok-Typ. Okay, wir sind alle leer geschossen jetzt. Super Kacke. Und wir müssen unbedingt hier Heilung sprechen. Das heißt, mit ihm hier hin. Gott, das wird schon wieder so eine Kacke-Aktion. So, du her. Du auf jeden Fall mal hier hin. So, dann wollen wir hier mal bitte Heilung sprechen. Dabei wird auch die Vergiftung hoffentlich gleich aufgehoben. So gut wie neu. Na, und wieder voll geheilt. So will ich das haben. Ich hab keine Kugeln mehr. Ja, dann lad doch bitte nach. Dann weitergeben. Und wunderbar. So, da vorne ist der nächste. Ach, da ist ja noch die Happy Disc, glaube ich, ne? Irgendwas mit verdammt vielen Lebensbalken. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Und da das rote Blinken, verstehe ich auch noch nicht so ganz, was das soll. Na gut, Entschuldigung. So, Santa lädt erst nochmal nach. Wir schicken Davis erstmal hier ein bisschen rein. Wären wir gleich ganz von da hinten gekommen. So, Laurent erstmal wieder richtige Waffe auch nochmal nachladen. Und dann gehen wir hier mal gucken. Ich hab Angst. Wo war denn der jetzt? Ich habe den dreimal gesehen beim Laufen und habe ihn jetzt verloren. Er wird sich melden. Ich hoffe nur nicht, dass... Ja. Tschüss. Ja, der Typ, der braucht sowas von Zielwasser. Sie wollen sich zurückziehen. Ja, tötet als noch mehr Menschen. Blöder Kasper. Wenn wir hier hingehen, man sieht halt auch immer nicht, wie viel Bonus man bekommt. Ich gehe mal hier hin, weil ich denke, dass ich dann bessere Trefferchance habe.
So, Santa. Lassen wir mal jetzt hier im schnellen Galopp. Davis. Kriegst du den von hier aus rein? Davis, kriegst du den von hier aus rein? Fast. Luft, Ziel verfehlt.